Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial auf dem Der Ständer Kocht Kanal. Und heute befreien wir diese Orange von ihrer Schale und von diesen harten weißen Zwischenhäuten. Heißt, wir filetieren die. Dazu brauchen wir ein Gefäß, wo wir den Saft und die Filets auffangen können. Eine Orange und ein scharfes Messer. Und jetzt geht das los. Wir schneiden den Kopf ab. Wir schneiden den Fuß ab. Dann schneiden wir unterhalb der Schale runter. Das ist auch schon der Maßstab dafür, wie weit wir abschneiden müssen, damit wir einfach das Weiße runterkriegen. Einmal ringsherum. So, hier noch ein bisschen nacharbeiten. Hier noch ein bisschen nacharbeiten. Nehmen wir die Orange jetzt in die Hand und schneiden dann immer entlang dieser Häute in die Orange ein. Und kriegen dann da, das erste ist immer ein bisschen krimi-tückisch, unsere Filets raus. Das schneiden wir wieder entlang der Haut, entlang der nächsten Haut und das nächste Filet. Wieder an der Haut runter, der nächsten Haut runter, nächstes Filet. So, die Orange können wir jetzt noch ausdrücken und haben da dann noch ein bisschen Orangensaft, zum Beispiel um das Ganze für einen Obstsalat zu benutzen. Viel Spaß beim Nachmachen und schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, der Ständer kocht dein Lieblingsessen.